Hallo, guten Morgen. So, ich bin jetzt ein bisschen außer Atem, falls was ist. Komme gerade von einkaufen. Ich habe gestern Paket bekommen von Nikis Zauberecke. Bestellung. Ist nicht viel. Das hier, ich will es noch nicht aufmachen, weil es nicht für mich ist. Ich habe das hier schon aufgemacht, ja, aber zur Kontrolle. Das ist für die Barrendose, der Deckel dazu. Da muss man extra bestellen. Das sind mit die Vögeln. Ja, das ist für meine Freundin. Die kommt heute es abholen. Und dann hier so eine Nadelbox. Ja. Das sind die zwei von meiner Freundin. Ich habe, dachte mal, ich kaufe mir auch noch was dazu. Das sind Perlen. Ich habe hier einen Hasen mit Hut. Da nennt sich so Hasen mit Hut. Nehme den mal raus, habt ihr das besser. So, ja. Das sieht doch süß aus. Das ist dann das Hautstück. Das wird dann hier so draufgesetzt. Ja. Dann haben wir ja die Vorlagen. Ich zeige nur ganz kurz, mehr nicht. Das hat zwölf Farben. Oh, das Holzstücke, die stinkt immer. Mein anderer Holz, die Holzdinger hier zum Stinken, die riechen auch alle so komisch, ne? So aparter Gestank. Na gut, wo ich jetzt in letzter Zeit nicht so bin, so sehr gefühlig, wenn irgendwas riecht. So, da beginnt das gleich wieder. Und dann habe ich mir so ein, wie sagt man, einen Drachen, ne? Den habe ich mir ja schon aufgemacht und das Strohzeug rausgeholt. Schon ist der auch schon aufgemacht. Man kann es ja auch auf eine andere Seite aufmachen. Hab's so gerade gesehen, aber ich mach's so. Wo ist das? Die Vorlage? Ach ja. Es kommt immer noch Krümel raus. So. Das ist der Fuß. Sieht nicht schlecht aus. Ist ja ganz schön groß. Ja, so viel ich weiß, muss man, wo die Zahl ist, beginnen auf die Seite. Und das ist der Hintergrund. Da kommt dann hier, wenn fertig ist, gesteckt das hier hinten dran. Da ist er. In Rot natürlich, meine Lieblingsfarbe. Zum Glück habe ich den bekommen, dass er den da hatte. Es war alles so schnell ausverkauft. Ja, da ist er noch einmal. Süß, ne? Ja, ich mag die Farbe. Pink, Rot, meistens so richtig schönes Rot. Weil die Küche ist hier. Oh, ich weiß nicht, ob man das jetzt so schwenken kann. Nee, es geht nicht. Man sieht es nicht. Oh, da, ja. Das sieht so. Da ist rot. Okay, sorry, dass ich jetzt euch ein bisschen. Ich wollte Pause machen und das hat vollkommen gestoppt. Ich hatte Sturzflug gehabt hier mit meinem Ding durch das Schwenken. Hab nicht gut aufgepasst. So. Ich habe dann die 98, das sind die Perlen hier dazu.
Habe ich nicht mal eine Schere hier? Wo ist es denn? Gucken wir rum. Ja, da haben wir alles drin hier. Den Draht, den Faden und die schönen roten. Und dann die. Ach ja, Nadel ist auch noch mit dabei. Sehe ich gerade. Zwei Nähnadeln und drei solche Garne. Und jetzt sind die schön braun, rot, in allen verschiedenen Rotfarben. Sieht man gar nicht, das ist so dunkel hier. Also, vielleicht so. Ja. Ich habe Angst, dass man das Ding wieder abfliegt. Das sieht nicht mehr gut fast. Was ist das? Ja. Hier ist auch nochmal. Und dann nochmal, das sind Glasperlen, denke ich mal. Noch nennt man sich das. Und dann hier nochmal. Ja, dann sehen wir noch. Wie viel habe ich dann überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 Farben sind das. Ja, hier steht es auch da. 24 Farben. So. Okay. Das gehört jetzt hier dazu. Ja, jetzt will das nicht mehr rein. Das will nicht mehr rein. Ah, jetzt habe ich es. Und dann habe ich hier noch die 93. Das ist der Hase. Denke ich mir. Ja. Das ist der Hase. Die 93. Und mal gucken. Mach die Farben. Ja, jetzt geht die kaputt, die Schachtel. Schachtel aufmachen. Will nicht. Ach ja, ich habe sie hier kaputt gemacht. Naja, ist nicht so schlimm. Und das sind, glaube ich, 12 Farben. Das sei nicht so viel. Das ist doch auch ganz großes Stück. Der ist doch groß, der Hase. Na gut. Ja, das kommt hin. Das sind dann 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Ja, ich bin immer dazu gewöhnt zu kontrollieren. Und hier haben wir
Ich sehe gar keine Nadel hier. Ah ja, doch, ja, die hat sich versteckt. Die sieht man hier. Ach, nichts, Nadeln habe ich auch genug. Okay. Habe ich doch alles mit Perlen. Super. Und die anderen Sachen sind auch mit Perlen zu viel. Ich weiß, ich habe, glaube ich, reingeguckt. Das kannst du doch mal aufmachen. Ich habe es nämlich schon aufgemacht und kontrolliert. Ja, hier sind auch Perlen drin. Das sieht man. Nadelbox, die kennt ihr ja alle. Das ist ja von einer Freundin, das ist nicht von mir. Und den Deckel, da hat es bestimmt. Hat er hier noch was drin? Nee. Da ist, ich mach's doch mal auf mit die Vögeln hier. Und das sind auch Perlen dazu. Und das ist der Deckel dazu. Die Box hat sie ja. Jetzt brauchen wir bloß noch den Deckel. Das muss dann auch hier zusammengenäht werden. Alle zwei zusammen. Und hier wird dann gestickt. So, ich bloß nicht welch rum hier. Wie rum? Bei denen hier. Ach ja, da sind die Augen hier drin. Bei der anderen Seite sind die Augen nicht drin. Okay, ja. Hier sind die Augen drin. Aber die Seite muss gestickt werden. Das muss ich ihr dann noch sagen. So, das war das erste Mal ein kleines für Freundin und für mich. Sie freut sich schon, die holt sich das heute Nachmittag ab. Okay. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Wir haben heute Freitag. Heute sieht es trüber aus. Ich denke, dass heute noch was regnet. Okay, dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Engelchen Gabriel.